guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für Ihr Interesse in dieses große Projekt. Ich werde heute darüber sprechen, über die über das Axiom-Projekt. Das ist ein adaptiertes Open-Source-Filmkamera. Es ist nicht nur über Hardware-Kameras, aber hauptsächlich mal über Kameras. Jetzt sagen wir mal, kurze Einführung, eventuell für Leute, die nicht wissen, was Open-Source-Hardware ist, wie das mit der Produktion ist, wie der Verfügbarkeit im Open-Source, so dass jeder mitarbeiten kann und sie auch verwenden kann. Das ist ja im Hardware-Bereich deutlich komplizierter. Also theoretisch könnten die Leute unsere Hardware ja auch weiterbauen oder umbauen. Einmal, wer ich bin. Ich bin Ambassador und ein Researcher mit Axiom, Open Hardware Research. Ich bin Chef des Artistic Technology Lab in Wien. Ich bin auch Chef der Artistic Bokeh Initiative mit, das ist Mediakunst. Und wir haben Verbindungen über ganz Europa, hauptsächlich in Produkten zwischen Kunst und Technologie hauptsächlich. Ihr könnt uns auch online die Slides finden, unter diesem Artikel Artistic Technology, Axiom steht bitte vorn. Wir brauchen Open Source Filmkameras. Das ist das, was ich mir gedacht habe, wenn wir das Projekt gemacht haben. Warum brauchen wir das? Hauptsächlich, weil proprietäre Systeme, Film- und Fotokameras, limitiert natürlich durch die Vorgaben des Manufacturers. Das heißt, du kannst die Auflösung nicht bekommen, die du willst, aber du hast die Framerate, aber die Depression ist nicht so, wie die sein sollte oder wie sie sein könnte. Die Technologie, die du verwendest, ist limitiert durch die Vorgaben des Erzeugers, das, was er macht. Die wollten ein anderes Produkt verkaufen oder die Marketingabteilung hat was anderes gefunden. Die Development-Zeit war zu lang. Also man ist gebunden und niemand will das weiterentwickeln und die Hacking-Communities wollen das ändern. Seit einiger Zeit schon. Um euch ein paar Beispiele zu geben, es gibt, ihr kennt vielleicht das Magic Lantern-Projekt. Das ist verschiedene Alternative-Firmware für Canon-Kameras, um sie auch für Video freizuschalten zum Beispiel, oder andere Sachen und Tools und Einsätze, für die das ursprünglich vorgesehen war. Bis heute, außer dem Projekt, gibt es keine Open-Source-Filmkamera verfügbar. Wir sind die Einzigen, die das anbieten können. Ich habe hier ein Zitat von der Apertus Association. Wir haben vor, eine völlig freie, auf freier Software basierte Cinema-Filmkamera und alle dazu notwendigen Instrumente und Dinge, die ihr braucht, um einen Film auf breiter Basis zu produzieren, zu schneiden und zu machen. Es soll erweiterbar sein, verfügbar, leistbar und es soll modular sein, sodass, wenn du später mal was anders machst, dass du deine Kamera einfach umbaust und sie nicht umbauen musst oder wegwerfen musst, Verzeihung. Man kann sie auch leichter reparieren, man kann auch seine eigenen Module entwickeln, wenn man ganz bestimmte Ziele hat oder wenn man ursprüngliche Sachen ausbauen will oder wenn du deine eigenen wissenschaftlichen Einsatzbereiche entwickelst. Ich bin mir nicht klar, ob die Leute das Projekt so gut kennen. Apertus wurde in 2006 begonnen, immer wieder basierend auf der LFL33 beim Oskar Spirnburg eine modulare Filmkamera zu entwickeln. Die Company erzeugt grundsätzlich mal die Google-Filmkameras. Der Grund, warum wir die Weil sie auf die Panoramic Solutions von Google gegangen sind, ist die Entwicklung der modularen Filmkamera 2009 eher eingebremst worden, sodass wir in 2011 das Axiom-Projekt gestartet haben. Da wurde uns klar,
das von sich aus die Elfel eine Weiterentwicklung dieses Projektes betreiben würde. Es wurde zweimal angekündigt, mehrmals, aber es ist nie was passiert. Wir haben auch nicht gewusst genau, was passiert, egal. Ich sage halt immer wir, weil das im Open-Source-Bereich fast üblich ist. Wir haben also beschlossen, unser eigenes, komplett neues System zu entwickeln, auf der Basis, auf der eigenentwickelten Hardware, vom Scratch aus. Also diese Apertos Association wurde 2012 gegründet und 2013 gab es den ersten Prototypen, den zeige ich gleich kurz. Und 2014 haben wir ein Crowdfunding gestartet für die Axiom Beta. Die Idee war, uns mit anderen Leuten zusammenzutun, die auch an Kameraentwicklung interessiert sind, um die Hardware billiger zu machen und auch mit der Entwicklung wirklich anzufangen. Und das ist der Zustand, den wir im Moment gerade haben. In 2015 wurde auch eine andere Kamera begonnen, die Entwicklung der Axiom Gamma, fang an, die wir auch zeigen. Was zuerst passiert ist, erst gab es die Axiom Alpha und hier seht ihr das Board. Das ist ein ganz roh und großer, klobiger Prototyp und das war eher ein Proof of Concept. So sah das Gehäuse aus und im Wesentlichen war das hier, es ist auf einem Teststand montiert und ja, sehr klobig und groß, aber es funktionierte und wir haben damit auch Demo-Filme gemacht, um die zu demonstrieren, zu zeigen. Hier ist sie auf einem Kran montiert. Und was ihr hier seht, ist, ich habe aus einem bestimmten Grund dieses Bild ausgewählt und es sieht etwas professioneller aus und wie eine Bildproduktion. Und Leute bauen ihre Rigs immer selbst. Und also sieht das sozusagen etwas unordentlich aus, aber solche Rigs sind oft ganz so, die sehen oft so aus. Und hier ist ein anderes, eine Seitenansicht von dem ersten Rig, den wir gebaut haben, von der Alpha. Und jetzt haben wir die Beta, die wirklich fertig ist. Wir haben drei Entwicklerversionen und ich habe eine mitgebracht. Also, wenn jemand... Danke. Also wenn jemand daran interessiert ist, das wirklich mal anzugucken, dann kann ich das auch kurz zeigen, was funktioniert, was noch nicht funktioniert. Und ich versuche rauszufinden nach dem Talk oder morgen, und dass ich ein bisschen draußen sitze und Leuten mal die ganzen Features zeigen kann, was schon alles funktioniert. Und die Idee war, wir wollten diese Kamera entwickeln, aber man braucht natürlich ganz viel Geld, um all die Teile und die Schaltungsboards zu bestellen. Und die Sensoren sind ungefähr so um die 1000 Euro. Und das Ganze, die ganze Beta hier, außer dem Gehäuse, ist etwa 2300 Euro, ungefähr so um den Dreh. Also was wir mit dem Crowdfunding machen wollten auf Indiegogo, war Interesse zu wecken von dem Publikum und dann uns zusammenzutun und die ersten Kameras zu entwickeln. Das heißt, wir haben zwei Slots für Module, da rede ich später nochmal von. Hier ist das Gehäuse, das ist noch nicht ganz fertig, aber so wird das Gehäuse aussehen. Und was ich auch vorher schon gesagt habe, jeder Plan, alle technischen Zeichnungen sind auf GitHub, also kann man da auch selber durchgucken. Und alle möglichen Aspekte der Kamera sind Open Source. Das heißt, den Sensor müssen wir kaufen, der ist natürlich da ausgenommen. Aber unser Traum ist selbst auch einen Sensor zu entwickeln, aber das ist wirklich nicht einfach. Da gehört sehr viel Technologie dazu. Und das ist auch eins der Probleme mit der Kameras. Wir werden auch darüber reden. Wie schwierig ist es, Sensoren einzubauen und welche Sensoren man überhaupt verwenden kann? Hier ist mal der Overview über die Beta. Links sind die beiden Module, der Slot und der Plugin.
Das ist der erste Versuch, das wirklich modular zu gestalten, sodass einzelne Module separat entwickelt werden können und jeder kann ein eigenes Prozessormodul entwickeln. Theoretisch könnten wir dann auch andere Verbraucher verwenden. Okay. Das hat schon zwei HDMI-Ausgänge und andere sind auch denkbar. Hier habe ich die Specs herauskopiert, damit ihr seht, was direkt mit dem Sensor möglich ist und mit dieser Kamera, so wie sie mal aufgebaut ist. 300 Frames per Second mit High Resolution. Das ist 4K in Super 35. Das ist ziemlich klasse. Im Moment können wir noch nicht ganz 300 FPS zusammenbringen, aber wir arbeiten darauf. Wir sind noch ein paar Developer dazugestoßen. Wir sind jetzt aktiv dabei, dieses Problem zu lösen. Wir sind auch gerade dabei, immer mehr Leute an Bord zu bekommen, um mit der Kamera zu arbeiten. So schaut das jetzt aus, ohne das Enclosure. Wir haben natürlich mit 3D-Printen versucht, sowas nachzudrucken, eine Enclosure nachzubauen, sodass man sich eigentlich auch modular sein eigenes Enclosure dazu machen könnte. Man kann es. Ganz einfach, um euch noch was anderes vorzustellen, das ist das zweite Kameraprojekt, das ist ein Spin-off von dieser. Es ist auch der Nachfolger der Beta, aber es stimmt nicht ganz. Wir haben es halt so genannt, war vielleicht ein Fehler. Die Gamma ist größer und professioneller als Kamera. Und das ist von Horizon 2020 finanziert aus der EU und wir haben ein Partnerkonsortium. Das ist durch die Hochschule der angewandten Kunst in Wien mit einem Konsortium von Firmen und Unternehmen. Und auch die Apertus-Vereinigung ist da dabei. Ziel ist es, bis zu 6 Prototypen für die Gamma bis 2016 zu entwickeln. So soll sie mal aussehen. Das ist ziemlich anders von das, was unsere Beta ausschaut. Die Vorstellung ist hier, eine komplett modulare Kamera zu haben, wo Module viel größer sind und man sie viel größer zusammenbauen kann. Und sieht auch mehr danach aus, wie das man in einem Production-Setting braucht. Interessanterweise, was wir auch noch interessant finden fürs Filmen, mit verschiedenen Stilen, hier könnten wir auch die Sensoren ersetzen. Die Idee dahinter im Grundkonzept ist, dass wir die Sensoren, in der Beta wäre es theoretisch möglich, aber dann muss man sie outlöten und hier könnte man sie modular austauschen. Das sind die Pläne für die Specs. Also ihr seht schon, die kann wesentlich mehr. Mehr auf den professionellen Markt ausgerichtet. Denn wir glauben, da ist ein starker Demand da draußen. Die meisten sind ja heute am Film so, dass die meisten sich ihre eigenen Rigs zusammenstellen und damit herumfummeln und wir glauben, dass wir hier eine saubere Lösung anbieten können. Es wäre auch wichtig, dass das auch wichtig ist, damit das eine Entwicklungsmöglichkeit da ist, damit man die Anwendungsbereiche deutlich verbreitern kann. Ja, und hier sieht man unser Team, die arbeiten an der Gamma und ja, das ist, was wir machen. Und ich habe schon etwas darüber gesprochen. Die Beta ist eher so ein Entwicklungskit, eine kompakte Kamera eher, um es an Gimbals zu bauen oder an Seilzügen und benutzt auch den gleichen Sensor, weil die Auswahl sehr beschränkt ist. Und die Gamma ist ein professionelles Gerät für alle Herausforderungen, eine High-End-Produktionskamera. Man kann auch mehr Module dran bauen und das ist eigentlich unser Ziel, aber das ist immer noch in der Zukunft, in 2016. Die Idee hinter dem ganzen Projekt ist, es einfach erweiterbar zu machen und einfach zugänglich für andere Entwickler. Also man muss nicht
ein FPGA-Programmierer sein, um die Kamera zu benutzen. Also wir versuchen, jeden Aspekt einfach verständlich zu machen. Und idealerweise haben wir dieses Konzept mit den offenen Modulen. Es gibt schon Demo-Module, die haben wir schon gebaut mit HDMI-Ausgängen. Und idealerweise kann man eigene Module bauen und es gibt im Prinzip keine Beschränkung, was man mit diesen Modulen machen kann. Und man kann die einfach austauschen, zum Beispiel ein paar Beispiele von Modulen. Es gibt Sensoranwendungen oder andere Output-Module und ein Mini-Display-Port zum Beispiel oder andere Ausgänge oder Verarbeitungsmodule oder Aufnahmemodule. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten für Module. Und hier ist ein Bild von dem HDMI-Modul. Das ist gerade noch nichts dran angeschlossen. Und die Idee ist auch, ein Ökosystem zu haben, so dass die Kamera und das Projekt wird vollständig in Europa hergestellt, soweit es möglich ist. Es gibt aber Sensoren zum Beispiel, da haben wir keinen Einfluss drauf, wo er wirklich hergestellt ist, vielleicht in Nordeuropa. Und nicht in Europa hergestellt, die Sensoren, aber wir können einfach die Kamera dann in Europa reparieren lassen oder und es soll dann ein Ökosystem werden für Vermietung zum Beispiel oder für ganz besondere Nischenapplikationen, zum Beispiel Unterwasserfilmen oder ganz verschiedene Nischen, die diese Modularität brauchen. Ein kleines Nebenprojekt ist, was wir entwickeln, ist Axiom Remote. Eine Fernsteuerung, eine Fernbedienung für diese Kamera, die zum Beispiel benutzt werden kann für Unterwasseranwendungen. Und ich glaube, diese, und ihr versteht die Idee von so einem Ökosystem. Und es gibt vielleicht nicht genug Entwickler, es gibt nur 3 Entwickler bisher, aber andere Leute können die vermieten, zum Beispiel die Kamera, und können ihr Business darum aufbauen. Es gab auch eine Reihe von Herausforderungen. Die meisten war Interfacing mit Proprietary und Source Clauses gegenüber. Wir wollten zum Beispiel unterstützen alle möglichen Videoformate und Videoaufnahmeformate. Es ist aber nicht klar, weil die Developer dieser einzelnen Proprietary-Kameras mit uns nicht reden. Die wissen nicht, wie sie mit dem HDMI-Signal umgehen. Wir müssen teilweise retroagieren und müssen schauen, wie das Signal von denen ausgesendet wird. Das ist eine große Herausforderung, was die Sensoren betrifft. Wir haben jetzt 3 Sensoren, die wir verwenden können. Eigentlich interessant, wir haben mit einem Haufen Sensoren Entwickler gesprochen. Und wir sind nicht immer ganz klar, dass wir alle Informationen bekommen haben, um herauszufinden, ob wir mit diesen Sensoren arbeiten können oder nicht. Und am Ende bekommst du nie die ganze Documentation, die du brauchst. Daher ist unser Pool an möglichen Sensoren noch klein, aber wir ändern das, hoffen, dass sich das ändert, weil man hat uns schon entdeckt und es kommen neue Kontakte, sodass sich das über die Jahre erweitern. Im Moment schaut es recht gut aus, dass wir mehr Sensoren und dass wir mit mehr Sensoren kompatibel auch sein werden. Wir müssen natürlich auch noch den Arbeitsload distribuieren und aufteilen. Das ist eine relativ große Community. Aber bis jetzt funktioniert alles noch ganz gut. Wir wollten auch noch sagen, natürlich, wie ihr mitmachen könnt. Derzeit produzieren wir die Betas und schicken sie zu den Crowdfunding-Supporters hinaus. Das ist mal unser Ziel, unser derzeitiges, damit wir möglichst viele Leute mit einbeziehen können in diese Entwicklung. Sobald wir das weiterbringen können, wir werden so ein Voucher-System entwickeln, wo man die Hardware sie mit einem Vorauszahlen erwerben kann. Es gibt eine Reihe von, im Moment ist es noch eher ein bisschen hacky, also es ist nicht so, wie du nimmst einfach die Kamera und machst Filme.
Es ist mehr ein bisschen Terminal-Setting, kein Menü, kein HTTP-Interface. Eigentlich, wir sind noch auf der Command-Line sozusagen, in den Early Stages of Development. Aber später, wir werden mit Vouchers arbeiten und dann können wir vielleicht auch Definitionen kriegen, was die Leute wollen von ihren Kameras. Actually, I brought a video of the. Ich habe ein Demo-Footage gebracht, das ich euch jetzt zeige. This was actually shot in. Das wurde tatsächlich geschossen in das RAM der Kamera. Wir sind also noch immer nicht möglich mit dem HDMI-Output. Also, you noticed on the right side the problem with the sensor. Ihr seht auf der rechten Seite auch ein bisschen Sensorenproblemen. Da ist rechts außen ist da so ein Streifen. Aber es ist schon erledigt, das wurde erst später gemacht. If we see some errors, we try to fix it fast. Wenn wir die Fehler sehen, dann versuchen wir sie zu reparieren. Aber es ist nur, um euch eine Vorstellung zu geben, wie alles Open Source. Wir brauchen noch immer ein Recording-Device. Da gibt es noch nicht. Wie gesagt, es gibt noch Probleme mit den HDMI-Signalen noch sauber rüberzukriegen. Wir arbeiten dran. Ja. Basically also. Im Wesentlichen, wenn du, wenn ihr wollt, You can contact us. also ihr könnt Kontakt mit uns aufnehmen. A lot of people from the Und development team will be viele aus dem Entwicklungsteam werden im IRC sein, also könnt ihr mit denen reden und ihr könnt natürlich auch mit mir reden. Später gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Kamera zu zeigen und wenn ihr daran interessiert seid, was man damit machen kann, das vielleicht live zu sehen. Und natürlich nehmt Kontakt auf und am team@apertus.org und wir werden darauf reagieren und versuchen, alle eure Fragen zu beantworten. IRC ist ziemlich ist gut frequentiert, da sind immer Leute und durch die Natur des Projektes müssen wir einfach so zusammenarbeiten zum Teil. Aber ihr seid willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten und mitzuentwickeln und ja, Teil des Projekts zu werden, auch das wäre sehr willkommen. Vielen Dank. So, I guess we have a couple of minutes for Q&A, so just line up in front of the microphone. Oh, there you go. Quick question. I see you Erste Frage. ready cameras already. Ihr habt nur drei Kameras-Räder. Habt ihr irgendeine davon in irgendeinem Production-Setting gemacht am Kongress? Einfach ein paar Tage laufen lassen, damit du es verteilen kann mit dem, was man so normalerweise macht. Can you again? Ja, kannst du das noch mal den letzten Satz sagen? Wenn ihr diese Kamera je in einem derartigen Production-Set-Environment eingesetzt habt, gegenüber Proprietary-Cameras? Ja, okay, das ist eine gute Frage. Was proprietäre Kameras machen, die haben immer eine Bildverbesserung und man kriegt nicht das Bild direkt vom Sensor. Es gibt eine spezifische Art, wie sie mit dem Bild umgehen. Zum Beispiel machen die einen Weichzeichner drauf und das Debayering ist auch verschiedenen Kameras und vor allem kann man nicht diesen Prozess beeinflussen. Man kann es nicht ändern in den Kameras, weil man limitiert wird durch das, was der Hersteller vorgibt. Und bei der Axiom kann man selbst ein eigenes Debayering machen oder andere verschiedene Arten, das Bild zu machen. Und die Antwort ist ja, es ist anders. Sorry, to the microphone at my right. Du hast gesagt, es ist möglich, das Bild aus dem RAM in einen completely open source Workflow einzubringen. Wie willst du das machen? In diesem Fall ist die Kamera verbunden über Ethernet und über USB, also muss man damit über.
ist sehr, sehr eingeschränkt noch. Wir können ein paar Sekunden aufnehmen, und das aber mit der hohen Framerate. Und es ist wie ein kleiner Raspberry Pi vielleicht so in der Art. Es ist auch ein ARM. Und man kann einfach Interfaces dran bauen, die schnell genug sind. Was ist, wenn die Data Rate, die aus dem Sensor kommt, in den RAM? Die Datenrate aus dem Sensor kann ich nicht sagen. Man kann am IRC den Entwickler fragen, denn ich bin selber kein Entwickler. Okay, danke schön. Plant ihr irgendwie Fotograf, also Bildkameras zu fotografieren, oder werden das nur Filmkameras sein? Ja, das ist auch ein Fotoapparat. Man kann damit auch Standbilder aufnehmen. Also kann man das im Prinzip auch als Fotokamera benutzen. Aber die Sensoren sind verschieden natürlich, weil man mehr Pixel hat und nicht so viele Frames pro Sekunde. Aber theoretisch, wenn man einen Sensor findet, der gut genug dokumentiert ist, dann, wenn man so einen findet und ausprobiert, ob das wirklich funktioniert, aber es braucht noch einiges an Entwicklung. Aber theoretisch ist das natürlich möglich. Ich denke mir, ich könnte mich, dass es wird auch da Interesse geben. Danke. Ja. Wie kontrolliert er das? Config Files, Command Line? Ja, im Moment ist es ein Kommandozeilen-Interface. Ja, und alles wird über die Kommandozeile gemacht. Wir haben ein paar Skripts, die Settings stellen und die Belichtung einstellen, und nur Kommandozeile bisher. Aber wir arbeiten an einer Middleware, die in Python läuft, die zum Teil schon fertig entwickelt ist, wo man Overlays haben kann auf dem zweiten HDMI-Port, was einblenden kann, eine Menüstruktur, die dann programmierbar ist, und dann kann man auch eigene Menüs machen für spezifische Anwendungen. Und idealerweise hätten wir ein HDMI-Interface, wo man einfach zum Beispiel eine API, es wäre gut, eine API zu haben, wo man sie fernsteuern kann, und wir planen das, aber bisher ist nur Kommandozeile. Also sie sagt, es codet in RAM oder nur über HDMI-Output. Irgendwie SSD geplant? Ja, auf jeden Fall für die Gamma, aber für die Beta wollen wir ein Modul entwickeln, was mit existierender Technologie arbeitet, also mit HDMI als Standard. Und es ist nicht so einfach, denn HDMI ist auch nicht wirklich ein ganz freies Format. Deswegen haben wir über Mini-Displayport nachgedacht, dass es möglich ist, aber schwieriger zu entwickeln. Und das nächste kleine Plugin-Modul würde zum Beispiel Mini-Displayport sein. Yeah, hi. Was habt ihr für einen Linsenanschluss gemacht? Im Moment für die Alpha hatten wir ein Nikon F-Bajonett. Dieses ist jetzt Sony Alpha, und die Idee ist, einen geringen Abstand zum Sensor zu haben, sodass wir mit Adaptern andere Objektive dran machen können. Also es gibt natürlich keine Motorkontrolle, also ist nur alles manuell, nur manuell einstellen das Objektiv. Und einer noch? Was ist mit der Projection of the Cinema? Are you gonna do like a... Werdet ihr einen Filmprojektor auch entwickeln? Ja, das wäre großartig, aber das braucht ganz viel Zeit, das zu entwickeln. Aber es wäre großartig, auch einen Open-Source-Projektor zu haben. Dankeschön. Was ist mit SDI als Output? Ja, natürlich. Wir haben natürlich auch über ein SDI-Modul nachgedacht, aber das HDMI war das Einfachste zu entwickeln, und wir denken jetzt nach über in der Gamma darüber nach, ein Show-SDI-Modul zu haben. Aber jetzt wollten wir erstmal es möglichst schnell verfügbar zu machen, damit die Entwickler das schnell haben können. Die wollten das schnell haben, und die Idee ist, nachzuforschen, Recherchen zu machen in alle diese Richtungen, sodass Leute über ihre eigenen Module nachdenken können. Aber das ist auf jeden Fall geplant, ja. Dankeschön.
Gut. Ich da glaube, dass wir hiermit fertig sind. Das war, ihr habt die Übersetzung des Vortrages über die Gamma-Kamera von Matthias gehört. Bernd und André verabschieden sich.